So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial How to make a Bumpmap Texture. Ich werde euch heute zeigen, wie man aus einem normalen JPEG-Bild eine Textur für Half-Life erstellt mit Bumpmaps, also Half-Life 2. So, was brauchen wir dafür? Wir brauchen einmal ein Bildbearbeitungsprogramm. Ich benutze für Photoshop. Den Normal Map Generator, dazu erzähle ich später noch was, und VTF Edit. Zu allen Sachen, die ich hier vorstelle, findet ihr in der Videobeschreibung Links, wo ihr euch die Sachen dann runterladen könnt. So, und zunächst einmal ladet ihr euch ein Bild runter, was ihr gerne als Textur in Half-Life 2 haben würdet. Ich habe mir hier diese schöne Steinbodentextur rausgesucht und habe sie passenderweise Stone genannt. Das ist jetzt meine Stone.jpg-File. So, und damit wir aus diesem JPEG-File ein passendes oder kompilierbares Format machen, damit dann nachher eine VTF, eine Valve-Texture-File rauskommt, müssen wir JPEG erstmal in ein Targa-Format umwandeln, weil das Targa-Format einen Alpha-Kanal bietet, also quasi auch Teile der Textur unsichtbar machen kann, oder durchsichtig machen kann. Eher gesagt, das werde ich in einem anderen Tutorial vielleicht nochmal machen, wenn Bedarf besteht. So, fangen wir also an mit Photop und holen uns, nee, das nicht, und holen uns unsere Textur rein. Zack. Ganz wichtig ist, wenn ihr euch eine Textur aussucht, die nicht so schön, die nicht so eine schöne Größe hat wie meine, weil die ist jetzt schon auf 256x256 Pixeln. Ihr müsst immer eine Zweierpotenz in der Höhenanzahl der Pixel haben und in der vertikalen Anzahl der Pixel haben, damit Half-Life 2 bzw. der Hammer-Editor das versteht und ihr nicht pink-schwarz karierte Texturen in eurer Map habt nachher. Zweierpotenz bedeutet also quasi angefangen bei 128, 256, 512, 1024 und immer so weiter, so eine Größe eben, also eine Zweierpotenz. Ich hoffe, das ist eben klar, sonst erkläre ich es gerne nochmal schriftlich. So, ja, wir haben jetzt unsere JPEG-Datei, die ändern wir jetzt um, also indem wir sagen, speichern unter Targa und jetzt haben wir stone.tga. So, ich habe da schon so einen Ordner. Schwupp. 32-Bit sollte man machen und los geht's. So, mehr brauchen wir Photoshop nicht. Jetzt haben wir hier unsere stone.tga. Das Ding hier kann ich jetzt mal schließen. Und jetzt müssen wir aus dieser Stone.tga, also die sieht dann so aus wie diese hier, nur halt als TGA-File, Normal Maps machen. Das kann man auf verschiedenste Art und Weisen mit tausend verschiedenen Tools machen. Ich habe mir damals, als ich danach gesucht habe, diesen sogenannten Normal Map Generator gefunden. Ich kann mal gucken, mein Cursor verschwindet jetzt hier. Das ist dieses Gerät hier. Dazu findet ihr eine Anleitung, einen Link in der Videobeschreibung. Das Ding funktioniert ganz einfach und ist, wie ich finde, ziemlich übersichtlich, deswegen habe ich es genommen. Dazu geht ihr hier erstmal auf Select Your Texture. So, jetzt holen wir das hier mal rüber. Targa-File, stone.tga, öffnen. So, wie ihr jetzt seht, hat er das schon geladen, das ruckelt ein bisschen, weil dieses Programm ist irgendwie ein ziemlicher Hardwarefresser. Keine Ahnung warum. Ihr seht hier oben links Standard Texture File, das was wir reingeladen haben. Hier hat er auch gleich eine Normal Map für angelegt, also das was wir wollen, das ist dann nachher das, was die Bumpmaps ausmacht. Und hier unten, wie das dann ungefähr im Spiel aussieht. So, jetzt und ja, genau. Und jetzt können wir hier das ein bisschen verstärken, den Effekt. Also wie ihr seht, nachher sieht das so aus, das ist halt ein bisschen doof. Ihr müsst hier mal ein bisschen mit diesem Regler spielen, bis ihr eine vernünftige Einstellung findet, die für euch okay aussieht. Und ich finde, das hier sieht schon ziemlich gut aus. Jetzt sage ich einfach Export Normal Map. Zack, Exporting Successful. So, dann kann ich rausgehen und mal eben zu meinem Normal Map Generator in den Export gehen. Na gut, jetzt hat er gleich zwei Files angelegt. Wir brauchen aber nur diesen Normal Text, TGA. Und was man sich angewöhnen sollte, ist immer hier in Unterstrich Normal hinzuschreiben. Weil, wenn man es jetzt anders macht, wie ich es gleich zeige, nämlich über die VTEX-Achse, das kann ich nämlich auch, zeige ich auch gleich nochmal nebenbei, achtet der Compiler darauf, wenn da steht ein Unterstrich Normal, dass er dann automatisch weiß, ah, das ist eine Bumpmap, die muss ich anders kompilieren. Ich weiß nicht, was er da genau anders macht,
aber zumindest sagt er das im Textlog. Wenn ihr das über die VTextExe machen wollt, also ohne irgendwelche Programme wie VTF-Edit oder sowas, geht ihr einfach auf Steam Apps, euren Usernamen, Source SDK, Bin, Episode 1, Bin, also wenn ihr es für Half-Life 2 Deathmatch macht. So, und dann kommt ihr in dieses tolle Fenster hier, so in diesen drei Links, und hier gibt es eine Exe-Datei, VTextExe. So, wenn ihr jetzt ich sollte vielleicht anders anfangen. Ihr solltet hier bei Source SDK Content, HL2MP, wenn ihr für Half-Life 2 Multiplayer macht, unter Material SRC, hier habe ich schon was drin, um das mal auszuprobieren, eure TGA-File reinladen und dann erst also das Fenster auflassen und dann geht ihr wieder zu Source SDK, Bin, Episode 1, Bin und dann zieht ihr per Drag and Drop einfach eure Textur hier auf VTextExe. Und er kompiliert die automatisch ins VTF-Format und speichert sie dann unter dem Half-Life 2 Multiplayer Materials-Ordner, wo ich nachher auch nochmal hinzukomme. Allerdings müsst ihr dann noch ein Material-File anlegen, das macht er nicht für euch. Aber das zeige ich euch jetzt erstmal, wie das ein bisschen komfortabler geht, also wie ich finde, wie es ein bisschen komfortabler ist. Mit VTF-Edit. Und dazu kommen wir jetzt. VTF-Edit ist, wie ich finde, ein ziemlich cooles Programm. Vielleicht gibt es auch noch bessere. Schreibt mir einfach eine E-Mail, wenn ihr meint, noch ein besseres gefunden zu haben. Also, wir gehen einfach mal auf Import. Sagen, ich möchte die Stone-Tiger importen. Schwupp. Ich mache dieses Fenster auf. Ihr könnt mal mit diesen Einstellungen spielen und mir mal so eure Results sagen. Ich habe bis jetzt noch nichts hier dran verändert und es hat immer alles super funktioniert. Vielleicht gibt es auch noch Einstellungen, die noch besser sind. Sagt mir einfach Bescheid, dann werde ich ein Update machen. Hier hättet ihr, wie ihr schon richtig gesehen habt wahrscheinlich, auch einen Normal Map generieren. Allerdings finde ich das nicht so schön komfortabel mit diesem Normal Map Generator, weil hier kann man halt einen Kernel-Filter angeben. Wahrscheinlich dann ist damit dann die Tiefe gemeint. Oder High Source. Ja, ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Aber man kann es halt nicht so schön 1:1 sehen, was dann dabei rauskommt. Deswegen habe ich das nicht damit gemacht. So, importiert, zack, sehen wir unsere Texturfile. Mehr brauchen wir eigentlich auch nicht machen. Wir müssen jetzt einfach nur sagen Save As. Jetzt hat er hier gleich unten schon hingeschrieben, hier VTF. Und dann machen wir einfach Stone VTF. Speichern das ab. Machen das zu. Obwohl, nee, zu machen war eigentlich doof. Wo habe ich jetzt hingetan? Hier. Und jetzt laden wir dann nochmal unsere, import, unsere stone-normal.tga rein. Die sieht dann genauso aus, nur halt, dass sie halt so aussieht. Ne? So wie so eine Normal Map eigentlich aussieht. So, und genau das gleiche, wieder save as, nur jetzt schreiben wir stone-normal. Schwupp. So, damit sind wir eigentlich für den Texturenteil bei VTF-Edit fertig.